Ja, hallo Freunde, die Retro-Börse ist jetzt vorbei. Ich bin ziemlich müde, weil ich habe jetzt noch die Boxkämpfe angeschaut. Aber ich möchte euch gerne meine Pickups vorstellen, auf jeden Fall. Und ja, ich lege einfach mal los. Ich hoffe, ich kriege noch alles zusammen, wie ich jetzt wo was bezahlt habe. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein. So, fangen wir erstmal an mit einem Tausch. Und zwar habe ich hier NES Wireless Controller von Acclaim getauscht bekommen für zwei NES-Spiele, die ich doppelt hatte. Und ja, das fand ich ziemlich fair. Ich meine, die OVP ist nicht mehr in einer wirklich schönen Verfassung, aber mein Gott, die Dinger laufen. So, dann, wo mache ich eigentlich weiter? Okay. Mache ich hiermit weiter. Und zwar habe ich einige PS1-Spiele gekauft und ich versuche das so ein bisschen zu sortieren von Preis bzw. wo ich das gekauft habe. Ich hab's gleich. So. Dieser Stapel ist von einem Verkäufer. Der hatte so lose Spiele da für einen Euro. Die sahen so aus, in so einer Papiertüte, sage ich mal. Der hatte ganz viele und ich sag mal, das waren keine schlechten Spiele da. Der hatte da, keine Ahnung, Doom und Battle Arena Toshinden und so weiter und Dino Crisis und so in einer CD-Hülle für 2 Euro. Und da habe ich Nightmare Creatures 1 gefunden für die PS1. Habe ich noch nicht. Ich wollte es immer mal wieder spielen und ja, jetzt für 1 Euro. Ich meine, 1 Euro. Mein Gott, 1 Euro. Auf einer Retro-Börse, 1 Euro. Dann dieser Stapel Spiele. 1, 2, Moment, ich muss wieder rechnen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele. Und der hatte da ganz viele komplette Spiele für 3 Euro das Stück. Und das Dingens hier. Und zwar Final Fantasy 8, Erstauflage in einem super tollen Zustand. Die Disketten. Die CDs sind an einem. Das ist ziemlich verwirrend, weil die CDs sind benannt mit Disc 1 bis 4 und so weiter. Ja, ist ja auch richtig, aber das verwirrt einen halt. Auf jeden Fall sind die CDs in einem wirklich tiptop Zustand für Final Fantasy 8, wovon derjenige vielleicht 10, 15 Stück dabei hatte und er meinte, er hat noch zu Hause 30, 40 Stück davon. Da wollte er 20 haben, fand ich okay. Und für die Titel wollte er pro Stück 3 Euro haben, aber da ich so viel genommen habe, sprich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hat er mir die, wenn ich mich nicht täusche, für 2 Euro das Stück gegeben und Final Fantasy kam irgendwie auf 18 Euro, also das fand ich in Ordnung. Und was habe ich da jetzt mitgenommen? Poi Poi hat mir überhaupt nichts gesagt, also alle Spiele fehlen mir in der Sammlung und Poi Poi sah aus wie irgendwie so ein Minispielsammlung, keine Ahnung. Dracula Resurrection oder wie auch immer. Q-Bot kennt man, glaube ich. Batman Gotham City Racers. Keine Ahnung. Dann Gex Deep Cover Gecko für 2 Euro, also für 2 Euro, also echt, das findet man nirgends. Was haben wir hier noch? Guardian of Darkness sagt mir auch nichts, aber das sind alles Spiele, die ich noch nicht in der Sammlung habe. Dann Jinx, keine Ahnung. Ich mache das jetzt so ein bisschen schneller, weil ich habe doch schon ein bisschen mehr und
ich habe keine Lust, dass das Video jetzt irgendwie 50 Minuten, eine Stunde dauert. Deswegen mache ich das so ein bisschen schneller. Und dann haben wir hier ein Spiel, Total NBA 97, in einer ganz verrückten Verpackung. Das ist, seht ihr vielleicht nicht so ganz durch das Video, aber das ist Pappe. Normalerweise PlayStation, wie man sie kennt, ist Plastik. Aber das Ding ist Pappe und ja, vielleicht könnt ihr mir sagen, warum gerade dieses Spiel so eine Pappverpackung bekommen hat. Der Kollege, der das verkauft hat, konnte es mir nicht sagen. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr es sagen. Ich packe das mal kurz zur Seite. So, und dann habe ich noch einen Titel für die Resident Evil Sammlung gefunden. Und zwar ist das Biohazard Director's Cut in der Japan-Fassung, sage ich mal, mit der Demo zu Resident Evil 2. Ist etwas, was man nicht so häufig sieht. Jetzt fällt mir das Ding auseinander. So. Ist etwas, was man nicht so häufig sieht und deswegen habe ich das mitgenommen. Ich meine, spielen könnte ich es, aber ich werde nicht so viel verstehen. Deswegen wird es einfach in der Vitrine landen und ja, okay. Dann war ich bei dem Herrn Fössing, besser bekannt als den Retro Hunter, der Frontmann von Cinemaware, und der hatte auch ein paar Sachen da, der hatte auch einen kleinen Stand da gehabt und ja, zwei Sachen habe ich von ihm auch gekauft und zwar einmal Cobra Triangle für den NES, steht 4 Euro drauf. Ich wollte ihm 4 Euro geben, aber er meinte, ach, nimm's mit für 3 Euro. Okay, ich meine, ja, danke. Auf jeden Fall coole Sache, weil hatte ich auch noch nicht. Und jetzt kommt der Hammer. Jetzt kommt der Hammer. Wonder Dog für den Mega CD. Ich hatte ihn gefragt, was er dafür haben möchte. Und ich habe jetzt, ich bin ehrlich, lieber Herr Hunter, falls du das jetzt sehen solltest, ich habe jetzt mit 20, 30 Euro gerechnet, ohne Scheiß. Das Spiel ist komplett und es ist ein Titel, den man eigentlich nicht so günstig kriegt, wie ich es jetzt von dem Herrn Hunter gekriegt habe. Ich habe jetzt gedacht, er sagt jetzt 20, 30 Euro, was jetzt okay gewesen wäre. Ich meine, ich wäre bereit, auch wenn es jetzt doof klingt, ich hätte ihm 20 Euro gegeben, wenn er jetzt gesagt hätte 20. Aber dann hat er mir gesagt 9 Euro und ja, ich habe gesagt, ich wäre nicht ich, wenn ich nicht noch handeln würde. Und dann habe ich es sogar noch für 8 Euro bekommen. Also Wonder Dog für den Mega CD für 8 Euro von dem Herrn Retro Hunter. Nochmal vielen Dank dafür. Also das ist hammergeil. So, dann habe ich in so einer Grabbelkiste für 1 Euro so ein angeknabbertes N64-Spiel gefunden. Dem Hund scheint es geschmeckt zu haben. Extreme G2 für 1 Euro. Ich hatte es noch nicht und ich muss dazu sagen, ich habe die ganzen Sachen jetzt hier noch nicht ausprobiert. Und aber ich gehe einfach mal davon aus, dass die Dinger laufen. So. Was haben wir hier noch? Okay, kommen wir zu dem Herrn Pixel Kitsch, der wieder dabei war. Und der hatte ein paar Sachen dabei. Also fangen wir mal mit dem an, was wofür man ihn, wofür er berüchtigt ist. Und zwar sind das seine grandiosen Shirts. Da habe ich 12 Euro für gezahlt, habe ich gerne gemacht. In XL. Das war das Einzige, was er noch in XL hatte und war auch cool, weil ein richtig geiles Motiv. Dankeschön. Und er hatte noch zwei Saturn-Titel, die ich noch nicht hatte. Und zwar einmal Formel 1 Challenge. Ja, ist ohne Anleitung, wie er gemeint hatte. Ich hatte da noch gar nicht reingeguckt gehabt. Aber ich habe das Spiel noch nicht. Und dann etwas ganz Interessantes, wo ich zum ersten Mal bei der Retro-Börse von gehört habe. Und zwar ist das Photo CD Operating System.
Ich habe keinen Plan, was das sein soll. Ich kann mal kurz vorlesen. Das Foto-CD-Playback-System des Sega Saturn ermöglicht das Betrachten von bis zu 100 Bildern von Fotonegativen oder Dias in 35mm Standardformat. Mit dem Sega Saturn und dem Foto-CD-System erreichen ihre Fotos eine ganz neue, durchweg professionelle Qualität. Zu den Besonderheiten des Foto-CD-Systems zählen 3 Zoom-Stufen, Auswahl verschiedener Spezialeffekte, Zufalls- oder festgelegte Bildauswahl, anpassbare Geschwindigkeit der Bildvorführung, Flips, Rotationen, Spiegelungen und räumlich gedehnte Bilder. So sieht das ganze Gedöns aus. Ich habe für die 2 Spiele 5 Euro gezahlt. Habe ich gern gemacht, weil ich habe die Dinger noch nicht in der Sammlung gehabt. Und dieses komische Foto-CD-Dings ist echt ein Kuriosum. Ja, coole Sache. Auf jeden Fall. So, achso, von ihm habe ich noch ein paar Zeitschriften gekriegt. Ah, wo wir schon mal bei den Zeitschriften sind. Ich habe ja schon bei dem Video gesagt, dass ich wirklich mehr auf der Suche bin nach alten Zeitschriften. Und der Herr Pixel Kitsch, wo wir schon mal bei ihm sind, hatte ein paar Sachen da, die ich noch nicht hatte. Geht gleich los. Ich hab's gleich. So. Und zwar habe ich diesen Stapel gekriegt. Also gezahlt habe ich wirklich nur für die 3. Die 2, den und den habe ich dazu geschenkt gekriegt, sage ich mal. Fangen wir mal mit dem an, wofür ich bezahlt habe. Und zwar sind das 3 Ausgaben der Bestseller Games. Ich habe gezahlt 2 Euro. 2 Euro für alte Lektüre. Dazu gab es geschenkt ein GameStar Fallout New Vegas Spezialheft Edition von Juni 2010. Sogar noch mit der CD-DVD, denke ich mal. Und eine PC Action. Die PC Action ist cool, denn ich war früher Abonnent der PC Action, damals, wo die PC Action noch cool war. Mit Harald Frenkel, dem Leserbriefonkel, und Joachim Hesse. Kennen bestimmt einige. Das war noch eine goldene Zeit damals, und ja, nachdem die beiden weg waren, habe ich auch mein Abo gekündigt. Und wo die PC Action jetzt ist, wissen wir oder wissen die meisten, und zwar sind sie nirgendwo mehr, die gibt es nicht mehr. Tja, naja, okay, so ist das Leben. So, dann habe ich aber hier immer noch einen Stapel voller Zeitschriften und ich bin überglücklich. Und zwar habe ich hier 6 Powerplay-Hefte von 93, 92, 93, ja, 93 und 92. Und das sind 6 verschiedene Hefte. Der Kollege meinte, er würde gerne zwischen 3 bis 5 Euro pro Heft haben wollen. Und das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Und ja, habe ich halt gefragt, was machst du, wenn ich alle nehme? Und er hat gemeint, ja, wie viele sind es denn? Und ich habe gemeint, sind 6 Stück. Und dann hat er gemeint, ja, machen wir 15 Euro für die 6. Und fand ich in Ordnung. Ich meine, ich habe jetzt letztens für die Retro Gamer Sonderheft Edition da 15 Euro gezahlt. Und das war ein, muss ich ehrlich sagen, ein Griff ins Klo, bin ich ehrlich. Ich meine, ich mag die Retro Gamer regulär, aber dieses Sonderheft war einfach nur Müll. Und ja, ich habe wieder ein bisschen Stoff für meine Zeitmaschine.
Und definitiv werde ich da reinschauen. Dazu habe ich hier noch eine alte Powerplay. Auch von, ja, von Ende 96. Was habe ich gezahlt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube 4 Euro habe ich dafür gezahlt. Ich find's in Ordnung. Definitiv. Dann. Ah, da ist es. Ich dachte schon, ich hätte es verloren. Dann weiterhin habe ich PlayStation Games Guides gekauft. Die kenne ich noch von früher, die hatte ich früher und wahrscheinlich habe ich die noch im Keller vom Elternhaus. 2x PlayStation Games Guide. Ich habe für die beiden, glaube ich, 4 Euro gezahlt. Das ist einfach eine kleine Zeitreise für mich. Ich kann es immer nur wiederholen. Ich liebe es wirklich in alten Zeitschriften zu lesen, denn ja, wie soll ich das erklären? Wenn die Leute oder wenn in den Zeitschriften Berichte stehen oder Reviews oder wie auch immer und die Redakteure, die reden über die Spiele oder über Hardware oder was auch immer und die reden dann halt so. Oder was heißt die reden? Es ist ja drauf geschrieben, es ist geschrieben, wie als ob es gerade aktuell ist. Und das ist halt, ich weiß nicht, dieses Gefühl ist einfach genial. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. PlayStation Secrets. Glaube ich auch 2 Euro oder 1 Euro. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, fangen wir erstmal mit dem an. Und zwar ist das Sega-Magazin Sonderdruck. Und da muss ich kurz erzählen, der Kollege wollte 15 Euro dafür haben. Und 15 Euro war für eine Zeitschrift, fand ich ziemlich viel. Und er meinte, ja, und in den USA kostet das ja 30 Dollar und so viel. Und ich meinte halt, ja, was hat das mit jetzt zu tun, mit Deutschland zu tun, wenn das in den USA für so viel Geld weggeht. Was hat das? Das ist USA, ist USA und Deutschland ist Deutschland. Das hat doch damit gar nichts zu tun. Ja, aber in Deutschland hat das ja gar nicht gefunden und so weiter. Und ich habe dann mein Handy gezückt und habe einfach bei eBay die Suche angegeben, Sega Magazin Sonderdruck mit verkauft Artikel und da hat er mir gleich 2-3 Stück rausgespuckt. Ich glaube, der eine ging für 3-4 Euro weg und der andere für 1,50 oder so. Das habe ich ihm dann gezeigt und der war dann ein bisschen baff und hat gemeint, ja, weiß ich nicht. Und ich habe halt gemeint, ja, sag was. Und er meinte, ja, dann 2 Euro. Und ich habe gesagt, ja, was, ich gebe dir 5 Euro und dann ist gut. Fand ich fair für beide Seiten. Und ich habe ein weiteres Sega-Magazin bei meiner Sega-Magazin-Sammlung und generell mein Wunsch war ja, alte Zeitschriften zu finden und war ganz gut gelungen. Dann habe ich in letzter Zeit wieder angefangen, Counter-Strike zu spielen, 1.6. Und dann habe ich dieses Buch gefunden. Counter-Strike, das offizielle Buch mit Taktiken und so weiter und so fort. Ich habe ja früher von 2001 oder so bis 2006, 2007 aktiv gespielt und A kurz und B und was das da alles für Abkürzungen gab. Ja, ich will jetzt nicht wieder übertrieben anfangen damit zu spielen. Ich meine, ich spiele ab und an mal so just for fun, aber das ist halt ein bisschen Lektüre, wo ich sage, okay, kann ich vielleicht mal Public bisschen anwenden, aber nichts Wildes. Hat mich, glaube ich, auch nur 3 Euro gekostet oder 2, ich weiß es nicht. So, machen wir weiter. So, ja, machen wir weiter mit Mega Drive Titel. Habe ich ja noch, glaube ich, keinen gezeigt. Dann fangen wir an mit Robinson's Supreme Court oder David Robinson's Supreme Court. Ein Basketballspiel, was ich noch nicht besitze.
Dann Captain Planet. Laut meiner Liste habe ich es noch nicht. Ich bin aber der Meinung, ich habe es. Keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Und dann ein Kuriosum par excellence. Und zwar Skitchen. Ich habe kein blasses Schimmer, was das ist. Nur 3 Euro gekostet. Keine Ahnung. Also actionreiches Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Spielern. Sammle wichtige Waffen auf. Benutze coole Tricks, um Preisgelder zu kassieren. Skitche mit ein paar Freunden quer durch Amerika. Und wähle deine eigenen Grunge-Soundtracks. Okay. Keine Ahnung. Ich habe es zum ersten Mal dort gesehen. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt, und für 3 Euro wollte ich so ein Kuriosum nicht liegen lassen, denn ich hatte es noch nicht. Ja. Ja. Ja, okay. Ja, ja. Dann habe ich endlich, sage ich, das war jetzt nicht so ganz billig, aber ich denke, im Netz finde ich es auch nicht billiger. Und zwar habe ich für den GameCube Resident Evil 3 endlich, hier steht 59, gezahlt habe ich aber 50. Ja, natürlich kann man jetzt sagen, ja, bei eBay würdest du für 30 kriegen, würdest du 35 kriegen, aber es ist in einem absoluten Top-Zustand. Und dann war mir das einfach 50 Euro wert, und ja, habe ich mitgenommen. Jetzt habe ich, soweit ich mich entsinne, fast alle Resident Evils für die GameCube. Zumindest die teuren. Und ja. So. Achso. Dann habe ich wieder was geschenkt gekriegt. Und zwar von dem lieben Gamesammler Sebastian. Basti, habe ich geschenkt gekriegt. Alone in the Dark 3 für den PC. In der Big Box. Coole Sache. Dazu Army Man für die PS2. Habe ich, glaube ich, nicht. Ist auch komplett. Und dazu noch ein Magnet-Dingens von Dragon Age Inquisition. Coole Sache. Dann habe ich von dem lieben Heiko noch was geschenkt gekriegt. Ja, was heißt geschenkt gekriegt? Ja, wenn ich mal was habe, was er haben möchte, dann kriegt er es so. Und wenn er mal was hat, was ich noch nicht habe, dann kriege ich es. Und diesmal habe ich was gekriegt für die Xbox. Grab by the Ghoulies. Und er meinte, das Ding ist cool, denn es ist von Rare. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich werde es definitiv ausprobieren. Ja, sieht so ein bisschen, ja, so ein bisschen Conker-mäßig aus, so crazy halt. Werde ich definitiv ausprobieren. Dann habe ich von einem YouTube-Zuschauer noch was gekriegt. Und zwar einmal, was ich ziemlich cool finde, so eine GameCube-Demo-Disc. Interactive Multi-Game-Demo-Disc habe ich noch nie gesehen. Da sind wohl die Demos zu diversen Spielen drauf. Und er hatte das mal irgendwie, glaube ich, erwähnt auf YouTube oder Facebook, ich bin mir nicht mal ganz so sicher, und ich hatte halt gemeint, ey cool, so eine Demo-Geschichte, so eine Demo-Disc wäre schon cool für den GameCube, kenne ich nicht, und auch noch mit Originalhülle und so weiter. Und er hatte halt gemeint, ja, wo wir uns halt bei der Börse getroffen hatten, ja, hier, ich habe was für dich dabei, und cool, Dankeschön auf jeden Fall. Und er meinte dann, er hatte für die PS1 Resident Evil 2 gekauft in der japanischen Fassung, und da waren irgendwie Sticker dabei. Und
in der Version, beziehungsweise in dem Spiel, was er gekauft hatte, waren die Sticker doppelt. Und ja, was macht der Kollege? Er gibt sie mir einfach. Und ich habe jetzt hier so richtig coole Sticker von Resident Evil 2, die ich mir in mein Sticker-Album kleben werde. Nein, natürlich Quatsch, werde ich die nicht in mein... Ich habe kein Sticker-Album. Die kommen schön mit in die Vitrine, in die Resident Evil-Vitrine. Und ja, geile Sache. Dankeschön, auf jeden Fall. Cool. Ja, so langsam neigen wir uns dem Ende zu. Ich glaube, ich habe auch schon wieder viel zu viel gelabert. Aber ich habe hier noch so eine coole Plastiktasche oder Plastikcase für den Game Gear. Ist kein Original, ist von Asciware oder wie auch immer. Der Kollege wollte ursprünglich 15 haben und ich habe ihn dann halt auf 8 Euro überreden können und ja, cool, auf jeden Fall. Dann eine schöne PlayStation 1 Tasche. Ich bin ja PlayStation 1 Sammler. Ich will nicht sagen seit Anfang an, weil war ich nicht. Das hat sich erst später ergeben. Aber für die Tasche habe ich 5 Euro gezahlt. Will ich nicht meckern. Und in der Tasche ist noch ein Geschenk drin. Von dem lieben Daniel, den ja wahrscheinlich viele schon kennen. Ich habe ja schon einige, oder was ist einige, 2-3 Pakete. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich einige schon von dem Kollegen geschenkt gekriegt. Nochmal danke herzlich dafür. Aber er hat wieder den Bock abgeschossen und hat hier so ein T-Shirt gebastelt oder basteln lassen, denke ich mal. Und das Ganze sieht so aus. Cool oder nicht cool, sagt mal bitte. Ja, ich find's cool. Definitiv cool. Danke nochmal an dieser Stelle an Daniel. Ja, jetzt kommen wir zu dem Schmuckstück, will ich sagen. Das, wo ich auch am meisten Geld für ausgegeben habe. Aber wo ich sage, ich wollte es schon eine gewisse Zeit haben. Wurde abgeschreckt von diversen technischen Mängeln, die dem Gerät hinterhergesagt wurden. Aber ich habe jetzt gesagt, ich nehme es jetzt einfach mit. Weil ich habe, wie gesagt, für die Sachen, die ich jetzt gefunden habe, ich habe nicht so viel gezahlt, wie man denkt, dass man in einer Retrobörse zahlen würde. Und deswegen habe ich jetzt zum Schluss noch gesagt, das war auch wirklich gegen Feierabend, wo ich das Ding geholt habe. Und ich habe auch ja, einen ziemlichen Discount gekriegt, sage ich mal. Ich zeige es euch einfach mal. Ich habe es auch noch gar nicht angeschlossen, oder ob es funktioniert oder ob da überhaupt das drin ist, was sein soll. Muss eigentlich so sein, aber... Und zwar ist das hier eine Neo Geo CD. Und wir sehen da einen Preis von 230 Euro. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe zu dem Kollegen gemeint, du, 230 ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Was ist denn deine Schmerzgrenze? Und er meinte, ja, absolute Schmerzgrenze, 200 Euro, habe ich gemeint. 200 ist mir immer noch ein bisschen zu viel. Er meinte, ja, was willst du nur ausgeben? Ich so, ja. Also ich sag mal, mehr als 150 wollte ich nicht ausgeben. Dann hat er mich erstmal ungläubig angeguckt und gemeint, also 190 kann ich ja noch machen. Und ich habe gemeint, 160. Und dann meinte er, oh, du machst mich fertig. Ja, dann machen wir halt 180 und du kriegst noch ein Spiel dazu. Und ich meinte zu ihm so, pass auf, ist jetzt eh Feierabend,
ich sag jetzt mein letztes Wort, ob du es dann verkaufst oder nicht, ist deine Sache. Ihr habt gesagt, 170 plus ein Spiel. Entweder du sagst ja oder du sagst nein. Und dann meinte er dann, okay, machen wir 170 plus ein Spiel. Und zwar habe ich dann ein Neo Geo CD mit. Das ist jetzt, also ich habe es, ich kann es ruhig sagen, ich habe es von Wolfsoft gekauft. Und wer Wolfsoft kennt, weiß, dass Wolfsoft an erster Stelle ziemlich teuer ist. Ist kein Geheimnis, braucht man auch nicht schönreden. Aber man weiß auch, was man da hat. Also der Bursche, der macht das ja schon seit Jahrzehnten und der baut die Dinger ja, oder nicht nur die Dinger, der meint, der baut ja alles um. Und das Neo Geo CD hat auch ein US und japanischen Schalter. Ist ein RGB-Kabel dabei, ist ein Controller dabei und ja, also für 170 Euro will ich überhaupt nicht meckern. Was mich allerdings ein bisschen stutzig macht, was ich erst im Nachhinein gesehen habe, der hat hier nämlich so seine Notizen gemacht mit RGB-Controller und US-Japan und bla und blub und so weiter und so fort. Aber was mich ein bisschen stutzig macht, ich werde es auf jeden Fall noch austesten, ist klar, ist hier eine Notiz, wo drin steht Error 002 bla und blub bei Samurai Showdown 2 nach Game Reset Saven King of Fighters 95 okay seltsam. Also keine Ahnung. Muss man mal ausprobieren und schauen, ob das Ding läuft. Ich hoffe es auf jeden Fall. Aber ich denke mal schon, dass das Ding läuft. So, Leute. Das war's. Was heißt das war's? Das war ja schon einiges. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange das Video gerade am Aufnehmen ist. Ich versuche das so kurz und bündig wie möglich zu schneiden. Aber das sind so meine Pickups und ja, ein generelles Schlusswort zur Retrobörse. Was kann man dazu sagen? Wenn man tief genug sucht, dann findet man gute Preise. Aber es gibt auch viele, die ziemlich über die Stränge hinausschlagen. Und ja, ich sag mal, wenn man was sucht und nicht gleich beim Erstbesten kauft, dann kann man schon gute Preise erzielen, auf jeden Fall. Ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal.